Wenn man in eine Minecraft-Struktur geht, weiß man meistens schon ungefähr, was einen dort erwarten wird. In einer Bibliothek gibt es verzauberte Bücher, in einem Dorf Essen und in einer Bastion kann man sogar Netherite finden. Doch was wäre, wenn all diese Kisten-Loots einfach komplett random wären? Wenn du dein Leben in einer End-City riskierst, um am Ende ein paar Saplings zu bekommen, dafür aber in einer einfachen Unterwasserruine einfach Diamant-Tools findest. Ich möchte heute für euch genau das herausfinden und habe dafür ein Datapack installiert, das den Loot jeder einzelnen Kiste mit einer anderen vertauscht. Welche Dinge ich so wo gefunden habe und warum diese Challenge gar nicht so leicht ist, wie sie klingt, seht ihr also heute in diesem Video. Davor habe ich aber noch eine kleine Bitte an euch. Wir stehen kurz vor den 250.000 Abonnenten und das wäre wirklich mein absoluter Traum. Wenn ihr also jetzt schon mal ein Like, ein Abo und ein Kommentar dalassen könntet, würde mich das wirklich extrem freuen. Danke an jeden für die Unterstützung und jetzt viel Spaß mit dem Video. Also heute kommt es auf jeden Fall extrem auf Glück drauf an, und darauf, dass wir wirklich so viele Kisten wie möglich looten. Die besten Strukturen dafür sind natürlich zum einen Dörfer, weil wenn wir da ein bisschen Glück haben, finden wir da wirklich ultra viele Kisten. Zum anderen natürlich, wie gerade angesprochen, Wüstentempel, weil da sind auch immer 4 Kisten drin, was auf jeden Fall auch sehr, sehr nice ist. Und was ich auch relativ underrated finde in dieser Challenge, wären zum einen Schiffswracks, weil da können ja auch 3 Kisten drin sein. Und diese Ozeanruinen, weil davon gibt es immer relativ viele, der Loot darin ist normalerweise nicht so gut, deswegen lässt man die gerne mal links liegen. Aber halt in so einer Challenge, wo wirklich jeder Kistenloot random ist, können die echt stark sein. So, also wie gesagt, meine Taktik ist einfach so viele Strukturen wie möglich zu looten, dann da an hoffentlich extrem guten Stuff ranzukommen, damit wir möglichst schnell ins End kommen und dann wie immer einfach den Enderdrachen besiegen. Das klingt doch souverän. So, also Holz haben wir jetzt eigentlich genug. 21 Stück sollten erstmal reichen. Freunde, die erste Struktur und das direkt neben dem Spawn und ich habe sie gar nicht gesehen am Anfang. Und zwar ist das hier dieses Igloo, was ich mir gleich auf jeden Fall anschauen muss. Ah, das Igloo hat hier unten keinen Gang und damit auch keine Kiste. Oh, da vorne sehe ich doch schon etwas, was mich sehr an Titanic erinnert. Nämlich ein Boot in einem Eisberg. Das Ding da oben, guckt es euch an. Dort drin haben wir jetzt, ihr seht das schon, also ich glaube, das hier ist normalerweise Loot aus einem Pillager-Outpost. So, dann gucken wir natürlich auch noch hier unten rein, weil da sollte gleich eigentlich anderer Loot drin sein. Und dann haben wir hier eine Kiste aus einem Mineshaft, glaube ich. Hier hinten gibt es ja aber, soweit ich weiß, auch noch eine Kiste. Und dort drin haben wir... Oh, was ist das für Loot? Ich glaube, das könnte auch aus einem Mineshaft sein, oder? Okay, also damit war das Boot jetzt nicht so besonders wie gedacht. Oh, was sehe ich denn da vorne? Ein Rune Portal ist mir gerade gar nicht aufgefallen, als ich da raus bin. Aber in Rune Portals gibt es ja auch immer eine Kiste, glaube ich. Und das ist auf jeden Fall gut. Oh, wieder eine Kiste aus dem Pillager Outpost. Das erkennt man, by the way, an diesem Goathorn hier. Ich bin gespannt, was das für einen Sound macht. Also bis jetzt war der Loot von den ganzen Strukturen nicht so krass, wie ich gedacht habe. Aber ich denke, spätestens wenn wir ein Dorf oder ein Wüstentempel finden, sollte sich das eigentlich ändern. Boah, Freunde, glaubt ihr, ein Knochen reicht, um den Hund da oben zu zähmen? Ich persönlich glaube nämlich, dass es nicht reichen wird bei meinem Glück. Freunde? Freunde! Yo! Ich habe einen Freund. Das ist doch cool. Ich nenne dich Ferdinand. Wir suchen jetzt ein Dorf. Oder da hinten dieses Rune Portal. Das sieht auch vielversprechend aus. Oder ich nenne ihn Lucky. Das klingt cooler. Ich nenne irgendwie alles Ferdinand. Das kann nicht sein. Du heißt Lucky, weil du uns einfach so viel Glück gebracht hast und wir durch dich instant die nächste Struktur gefunden haben. So, also was werden wir hier in der Kiste finden? Okay. Also das könnte die Kiste aus einer Bücherei sein, glaube ich. Also 2 Bücher, die brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Und auf den Verzauberten haben wir Loyalty 3 und Smite 4. Das ist wirklich gut. Und auf dem anderen Riptide 2. Naja, das ist nicht so das Wahre. Mal wieder ein Rune Portal, hatten wir ja lange nicht mehr. Oh, und da hinten haben wir direkt auch ein Schiffswrack. Sehr nice. Was ist denn das für eine Kiste? Oh, ich glaube, das ist aus einem besonderen Dorfhaus oder so. So, dann geht's als nächstes, wie angekündigt, zu dem Boot da drüben. Okay, also Kohle und ein Goldhelm. Immerhin unser erstes Rüstungsteil. Da hinten hatten wir ein paar Sticks und eine Eisenschaufel. Ist okay, nehme ich mit. Und ein Brot. Oh, da unten ist die eine Struktur, die ich mal angesprochen habe. Und zwar so eine Unterwasser-Ozeanruine. Da ist auf jeden Fall auch immer eine Kiste drin. Und deswegen riskieren wir unser Leben, schwimmen da runter und finden... Oh mein Gott!
Okay, ruhig bleiben. Okay, wir sind safe. Erstmal müssen wir hier den Drone zerstören. So, easy. Und dann können wir gleich diese OP-Kiste looten. Das ist bis jetzt auf jeden Fall die beste Kiste, die wir gefunden haben. Und zwar seht ihr schon, ich glaube, das ist eine Kiste aus einer Bastion, wenn mich nicht alles täuscht. Und dort drin haben wir zum einen ein paar Pfeile und ein bisschen Gold, was schon mal sehr nice ist. Zum anderen zwei normale Dia-Schwerter. Da nehmen wir uns eins natürlich direkt mit. Und dann noch Dia-Schude mit Deathstrider 3. Das ist auch sehr nice. Die Tür nehmen wir wieder mit und dann looten wir noch mehr Kisten. Also so kann es gerne bleiben. Also genau solchen Loot habe ich mir eigentlich die ganze Zeit schon erhofft. Also jetzt hatten wir auf jeden Fall Glück. Das ist sehr nice. So, in der das scheint mir wieder eine Bastionskiste zu sein. Das ist, glaube ich, eine Iglu-Kiste oder eine Kiste aus einem Eisdorf. Und hier drüben haben wir auch nur ein paar Kartoffeln. Was das für eine Kiste ist, keine Ahnung. Oh, das da vorne sieht mir direkt aus wie die nächste Ozeanruine, oder? Okay, Freunde, hier sollte irgendwo eine Kiste sein. Hier ist eine. Und dort drin finden wir Zeug, was wir nicht brauchen. Das war jetzt nicht so gut bis jetzt. Also ich weiß nicht, was das hier für eine Kiste ist. Das sieht mir irgendwie aus wie eine Starterkiste. Naja, gehen wir erstmal hier raus, looten die nächste Kiste. Das ist eine Schatzkiste normalerweise, glaube ich. Gut, also bis jetzt auf jeden Fall eine der besten Kisten, die wir gefunden haben. So, ist hier noch eine Kiste? Genau, sehr gut. Oh, und das ist eine Kiste aus einer Schmiede, glaube ich. So, also hier in der Kiste finden wir erstmal ein Eisenhelm. Ist auf jeden Fall besser als unser aktueller. Oh, ein Goldapfel, cool. Die Kiste hier, da finden wir ein paar Pfeile, okay. Und dort hinten in der Kapitänskahüte haben wir eine Mending-Angel und ein Emerald und ein bisschen Kohle. Naja, in Ordnung. Let's go, ein neues Schiffswrack. Das bedeutet, es geht mal wieder auf dem Ozean. Oh mein Gott, das war dumm. Oh, die erste Kiste. Darin haben wir eine Buried Treasure Map. Das ist interessant. Das bedeutet, eine weitere Kiste wird uns auf jeden Fall schon mal geschenkt. Oh, und hier ist mal wieder eine Pillager Outpost Kiste mit Loot, den wir wie immer nicht so richtig brauchen. Oh, Emeralds und bisschen Brot. Also, wie ich glaube, eine Villager Kiste. Oh, eine Wüstentempel Kiste ist das normalerweise, glaube ich. Und ja, einen Sattel kann man mal mitnehmen, denke ich. Oh! Oha! Und als wäre das noch nicht genug, eine ultra starke Eisen-Chestplate mit Protection 4, Unbreaking 3 und Mending. Das ist wirklich krass. Und ein sehr stabiler Helm mit auch guten Verzauberungen. Boah, okay, das ist nice. Da bin ich zufrieden mit, das muss ich ehrlich sagen. Und das Nice ist, es gibt ja noch zwei weitere Kisten eigentlich. In der einen finden wir immerhin ein Brot. Und in der anderen gibt es... Okay, es wird langsam, Freunde, es wird langsam. Ein Eisenblock ist schon mal ultra nice. Oh, endlich! Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe so lange gesucht. Und wir haben endlich das erste Dorf. Und wenn dort drin uns jetzt nicht ultra krasser Loot erwartet, dann bin ich so traurig. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe jetzt jedes Haus in diesem Dorf durchsucht und ich habe keine einzige Kiste gefunden. Ich weiß nicht, ob es hier in solchen Dörfern einfach keine Kisten gibt oder ob ich extremes Pech hatte. Aber die ganze Suche hat sich damit auf gar keinen Fall gelohnt. Hallo, einmal Fletcher werden bitte? Guck dir den Tisch an, Bro. Nicht wegrennen, du sollst Fletcher werden. Ah, du bist schon Fletcher, wie cool. Und du hast direkt genau die Traits, die wir brauchen. Du bist ein Held, Bro, vertrau mir. Perfekt, dann einmal schnell aufleveln. Und dann nehme ich mir ganz schnell noch einen Bogen. Dann bin ich auch schon wieder weg und wir sehen uns nachher. Yo, was ist denn hier los? Schon wieder das nächste Dorf. Oh, und hier ist die. Okay, krass. Ich glaube, das ist eine Kiste aus dem Stronghold. Deswegen bekommen wir schon mal eine Enderperle. Und jetzt wird geraten, Freunde. Ich sag, auf dem Buch ist... Oh, Looting 3. Das ist ein richtig starkes Buch. Da ist 100% Looting 3 drauf. Nevermind, ich habe nichts gesagt. So, auch im letzten Haus ist natürlich keine Kiste. Das bedeutet, im gesamten Dorf haben wir einmal eine Kiste looten können. Es kann einfach nicht sein. Da ist das nächste Dorf. Ohne Kiste. Oh, goldene Karotten, nice. Also das ist auf jeden Fall gutes Essen, das nehme ich gerne. Das ist doch ein Joke, oder? Ein einziges rohes Fleisch, sonst gar nichts in der gesamten Kiste. Dafür hier direkt der nächste Braustand, weil wir ja lange keinen mehr gefunden haben. Damit habe ich 4 Stück, das ist echt krass. Und das, obwohl ich noch gar nicht im Nether war, weil ich für
bin da einfach kein Lavasee. Ah, da vorne, da sehe ich doch was leuchten. So, und dann mache ich mich an die Arbeit, so gut es geht, irgendwie ein Netherportal zu gießen, was ich, wie ihr wisst, überhaupt nicht kann. Ein Traum wird wahr, Freunde, das Portal steht. Es ging schneller, als ich gedacht habe. Gut, also wir sind jetzt im Nether angekommen. Wenn ich mich nicht irre, ist das hier eine Bastion. Oh, soll ich da rein? Guckt euch den Kollegen da unten an. Der Loot könnte krass sein. Normalerweise lohnt sich das immer. Es kann aber auch sein, dass ich jetzt mein Leben riskiere und dann unten um diesen Lavasee irgendwie nur ein paar Seeds oder so bekomme. Deswegen würde ich das, glaube ich, eher nicht riskieren. Freunde, vielleicht kommen euch die Kollegen ja bekannt vor. Die spawnen nämlich nur in einer Festung. Und ja, offensichtlich, wir sind an der Festung. Ich glaube, es ist das Klügste, wenn wir zu Beginn jetzt erstmal unsere Blazewords holen, die wir brauchen. Oh, das ist gut. Gib mir Blazewords. Wie viele? Also, 9 Blazewords, auf jeden Fall genug. Ich bin mehr als zufrieden. Und jetzt können wir hier einfach frei, wie wir Lust haben, ein paar Kisten looten. Und da vorne ist endlich die erste Kiste. Sehr nice. Und das ist in der ersten Kiste. Oh, die sieht auch aus, als käme sie aus der Bibliothek. Und da finden wir einmal ein Power 4 Buch. Sehr nice für den Bogen. Dann ein Glück 3 und Schabnis 4 Buch. Auch überstark. Und das ist in Ordnung. Das würde ich jetzt... Boah, das nehme ich auch noch mit, aber ist jetzt nicht so krass. Trotzdem, die Bücher auf jeden Fall sehr nice. Gefallen mir extrem. Gut, dann hier die nächste Kiste. Ich baue mich lieber mal ein. Oh, Freunde! Darauf habe ich gehofft. Ich glaube, das ist eine Kiste aus einer End-City. Denn dort drin finden wir zum einen einen sehr, sehr starken Dia-Helm, der natürlich direkt mitgenommen wird. Und dann noch eine Dia-Spitzhacke mit Effizienz 5. Ist das nice. So, dann haben wir hier auch schon die nächste Kiste. Und das ist eine Spawner-Kiste, wie es aussieht. Ist auf jeden Fall in Ordnung, aber jetzt nichts Besonderes. So, da hinten eine neue Kiste. Da war ich schon dran, fällt mir gerade auf. Ups. Da vorne ist noch eine Kiste. Und dort drin finden wir... Oh! Das ist eine Kiste aus einer Ancient City. Boah, deswegen sind da Skalkblöcke drin. Und Bücher mit Swift Sneak 1 und Respiration. Ja, komm, Swift Sneak nehme ich mit. Einfach, weil es neu ist, oder? Das brauche ich unbedingt. Also ich glaube, es gibt hier drin kaum Kisten, die ich noch nicht gelootet habe. Deswegen gehe ich jetzt einfach nochmal in den Warped Forest, versuche da ein paar Endermen zu töten. Damit das Ganze etwas schneller geht, würde ich mir jetzt, glaube ich, sogar einen Amboss craften. So, dann zack, zack, 3 Eisenblöcke obendrauf, ein Amboss. Und dann können wir dort vielleicht unser Sharpness 4 Buch auf das Schwert packen. Das kostet nur 4 Level. Okay, sehr krass. Können wir dann auch direkt unseren Bogen verzaubern mit Power 4? Ja. Also Swift Sneak auf die Hose und das kostet auch nur 4 Level. Okay, sehr nice, Freunde. Das gefällt mir. So, ein paar Endermen und töten. Let's go. Die 11. Enderperle. Dann fehlt eigentlich nur noch eine. Dort vorne haben wir uns scheinbar mal lang gebaut, wie es aussieht. Und das bedeutet, dass dort vorne endlich das Portal in die Freiheit wartet. Wie gesagt, die Bastion hier werde ich leider nicht looten. Dafür habe ich einfach viel zu viel Angst. Auf der anderen Seite wollte ich ja aber sowieso mit Picklins traden. Oh, Freunde, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn? Ach, wisst ihr was, Freunde? Ich werfe da einfach mein Gold runter und hoffe, dass sie mir Enderperlen traden, damit ich noch ein paar bekomme. Da sind Enderperlen. Let's go! Er hat Enderperlen gegeben. Also volles Risiko. Ich springe rein, baue mich wieder nach oben. Aber wie gesagt, hier in der Bastion Kisten zu looten, das ist mir einfach zu riskant durch die ganzen Brutes. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch schon den Stronghold suchen. Dabei werde ich natürlich jede Struktur looten, die mir irgendwie über den Weg läuft, inklusive natürlich dem Stronghold selber. Und dann bin ich wirklich gespannt, was wir da noch so finden und ob wir damit am Ende den Enderdrachen besiegen können. Und dann können wir das erste Enderauge werfen und schauen, in welcher Richtung sich der Stronghold befindet. So, hier ist eine schöne Fläche, um nochmal das Auge zu werfen. Jetzt geht's nach links. Hä? Irgendwo hier muss der Stronghold sein, wie es aussieht. Das bedeutet, ich muss mich jetzt einfach hier irgendwo nach unten graben. Okay, also hier ist eine Höhle und der Stronghold. Let's go. Dieses Mal will ich aber gar nicht unbedingt, dass wir den Portalraum so schnell finden. Weil, wie gesagt, wir wollen ja Kisten looten. Zum Beispiel diese hier. Oh mein Gott. Wir haben ein Netherite Ingot. Ultra nice. Und neue Dia-Schuhe mit Projektil Protection 3, was wir nicht brauchen. Aber was ich jetzt natürlich direkt mache, das sollte euch eigentlich allen klar sein. Ich grade mein sowieso schon extrem starkes Schwert zu Netherite ab. Let's go. Also damit hat es
sich auf jeden Fall jetzt schon extrem gelohnt, hier auch noch die Kisten zu looten. Und da ist der Portalraum. Ja, und dann legen wir auch schon die ganzen Enderaugen ins Endportal rein. Und dann würde ich sagen, Freunde, es geht los ins End. Und dann starten wir rein und zerstören erstmal die ganzen Türme. So, damit sind wir jetzt, glaube ich, eigentlich ready. Alle Kristalle sollten zerstört sein. Vielleicht ist es dumm, weil ich bin extrem schlecht im Nahkampf. Aber wir hauen drauf, Freunde, wir hauen drauf. Ja, perfekt, Freunde, das läuft doch voll gut bis jetzt. Ja, wir machen ihm aber auf jeden Fall ordentlich Schaden. Guckt euch das an. Ein Schlag, zweiter Schuss und der dritte, Freunde. Wir haben's. Wir haben Minecraft durchgespielt. Mir hat's ultra Spaß gemacht. Wie immer, ich liebe solche Challenges aufzunehmen. Es macht einfach so Bock. Ich hoffe natürlich, euch macht das Zusehen auch Bock. Wenn ja, gerne jetzt schon mal ein Like da lassen. Abonniert auch gerne den Kanal. Bald haben wir die 250k. Wäre wirklich ultra nice. Und kommentiert auch gerne weitere Challenge-Ideen. Wenn ihr irgendwas habt, was ich mal ausprobieren soll, gerne in die Kommentare damit. Und ja, dann sehen wir uns am Donnerstag wieder zum nächsten Video. Haut rein und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.